Hallo Leute, willkommen zu Secret of Mana. Ja, neues Projekt, witzigerweise. Ja, falls euch jetzt fragt, warum ich schwulerweise auf dem Account von Darkuru bin. Ja, ich habe ihn gegessen. Moment, aber ich kann seine Stimme noch nachmachen. Moment. Alter, du hast einen Schuss. Jetzt mal im Ernst. Ja, okay, das wird ein Let's Play Together. Genau, mit mir und... mir. Sehr schön, du hast mich doch gegessen. Wow, mir ist nie aufgefallen, dass das Bild so verpixelt aussieht. Gut, was meinst du, sollen wir reinstarten? Ja, können wir machen. Ich glaube, es gibt noch kein altes Spiel, du kannst direkt mit neues Spiel anfangen. Oh mein Gott. Oh Gott, jetzt kommen wir zu einer Sache, die haben wir uns noch gar nicht überlegt. Wie nennen wir den Helden? Ich nenne den Nein, tust du nicht. Und ich habe keine Kontrolle. Nein! Nenn ihn Held. Was? Ach, Held ist blöd. Lalalalalala. Ich nenne den jetzt Auschwitz, nein. Das wäre weniger positiv. Und unser Let's Play Together würde damit ja wohl auch enden. Glaube ich auch. Ich nenne den... Sag irgendwas mit A. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das A wegmache. wie wär's mit... Ah, ich hab's geschafft. Oh, Gott sei Dank. Mir wäre nämlich nichts mit A eingefallen. Wie wär's mit... Bluru. Oh Gott, das ist der grausamste Name. Ja, dann nenn ihn doch. Ey, wo ist das U? Da, hinten. Ja, es ist alphabetisch geordnet, falls dir nicht aufgefallen ist. Nee, echt? Ja, doch, wirklich. Krass. Echt? Ohne Scheiß. Wo ist das U? U, da hinten. Psst. Das ist der genialste Text der Welt mit der genialsten Musik dazu. Dazu haben wir leider nicht eine zu. Also unsere Stimmen sind nicht finster genug, um diesen Text gut vorzulesen. Mhm. Du warst doch nicht im Stimmbruch und meine Stimme ist durch Alkohol total zerschreddert. Unmengen Alkohol. Ich bin wohl im Stimmbruch. Ich bin schon längst raus. Ja, ja. Letzte Minute erschien ein Held. Boah, ich glaube, wenn ich böse lese, würde ich gar nicht schnell genug hinterherkommen. Das ist alles schon lange her. Vielleicht viel zu lange. Vielleicht. Bäh. Das ist Pixel World. Und es ist so schön flach und trotzdem hat man das Gefühl, es ist doch nicht ganz flach, ne? Doch, es ist flach. Ach, jetzt sei doch mal ruhig. Guck, es ist nicht flach. Hey Jungs, warte auf mich. Zack. Du danst. Sei still, wenn er... Ey, du drückst zu schnell. Vielleicht sollten wir besser woanders spielen. Es sollte hier spuken. Da steht, es soll. Ja und? Du glaubst wohl alles. Die Erwachsenen wollen uns doch nur Angst machen. Meine Oma hat etwas von einem glänzenden Gegenstand am Wasserfall erzählt. Vielleicht ist das dein Schlüssel. Nee, warte, das ist ja vollkommen falsch. Den müssen wir finden. Und du tanzt. Hilfe, ich falle. Ah! Du hast Tanz genannt, also ehrlich. Na komm, es sah so aus, so tschakka tschakka. Ja, eigenwillig. Platsch. Piu. Genickbruch bei jedem normalen Menschen. Und der sagt: Oh, mein Kopf, und nun, wie soll ich jetzt wieder nach oben kommen? Ich kann ja schon laufen. Ja. Und du läufst direkt in die erste Sackgasse. Die erste Sackgasse gehört mir, ja? Ja. Ah, ich liebe diese Musik. Aber du weißt ja, dass ich auf diese Retro-Mucke stehe. Ich hab eben. Du kennst das Spiel noch nicht, ne?
Nein, das ist für mich blind. Ja, ich kenne das leider relativ gut. Krass! Yeah! Was es zum Half-Blind macht. Kommen da jetzt nicht irgendwelche Pokémon? Es kommen keine Pokémon. Warum nicht? Dieses Spiel hat nichts mit Pokémon zu tun. Bluru, Bluru. Lalala. Komm, Pokémon. Ja, ich will ein Mauzi. Es kommt auch kein Pokémon im hohen Gras. Oh, guck, da ein Schwert. Ein Schwert. Das ist Excalibur. Ist es nicht. Doch. Nein. Das Dorf ist zum Osten. Und die Büsche sind im Weg. Glaube ich zumindest. Was kann man da machen? Ins Wasser springen. Komm, spring. Los. Nein, das kann er leider nicht. Der kann da wirklich nicht durch. Ja, ich brauche etwas, um die Büsche zu zerhacken. Und da haben wir ein Schwert. Was muss ich bloß tun? Bluru, Bluru. Passiert das eigentlich immer? Ah, ich bin noch nie so weit zurückgelaufen, weil ich immer wusste, wie es lang geht. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe keinen Plan. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, das wäre irgendwie witzig. Ja, geh nochmal zu den Büschen zurück. Den da? Nein, den anderen. Den da? Ja, und geh noch ein Stückchen nach oben. Den dieser sinnlose Text wieder mal erschienen ist. Haha! Ah. Ja! Vielleicht ist es doch ganz gut, dass es nur Half-Blind ist. Zieh mich heraus! Das ist der Penis, der gerade ruft. Oh, ich wusste, du interpretierst irgendeinen Schwachsinn rein. Das bin halt ich, wa? Wer spricht da? Das Schwert. Oh. Hä? Hm? Ah, dieses Licht. So hell. Ich sehe nichts. Nee, wo und kommt Scheiße, das Licht ist wirklich her? Oh mein Gott, ein alter Sack ist erschienen. Ein Gespenst. Ich bin's doch nur. Das Schwert. Ein sprechendes Schwert? Ah! Feucht. Und auf einmal ist das Leuchten wieder weg. Ich habe 50 Leben. Das ist sehr, sehr wenig. Nur so am Rande. Yeah, ich darf jetzt voll punchen und so. Ja, rat mal, was du jetzt machen kannst. Nein, ich kann es nicht kaputt machen. Ja, das anscheinend nicht. La la la. Ja, Pflanzen kaputt machen. Das ist ein Pogo-Puschel, die geilsten Viecher der Welt. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig! Stirb! Ach, es ist mal entspannt. Es ist quasi ein Let's Play, bei dem man zwar mitmacht, aber nicht selbst spielt. Bald schon. Ach man, lass mir doch meine Hoffnung. Besser als Kino. Was war das gerade hier? Was? Irgendwie habe ich meine Farbe verändert, oder? Weiß ich nicht. Da, ein Pogo-Puschel. Stirb, du Pogo-Puschel. Des Todes. Ich finde das nämlich relativ häufig, die Farbe. Wenn du getroffen wirst, wenn du ein Schwert schwingst. Ja. Da siehst du, ich habe mir schon... Da. Warum verändere ich meine Farbe? Das könnte ich dir erklären, aber damit du es verstehst, da wird unsere Zuschauer sterben. Wo wir dabei sind, mal gucken, ob ich noch nützliche Informationen über dieses Spiel verkünden kann. Krieg ich auch Erfahrung? Ja. Cool. Die wird dir aber nicht angezeigt, aber du bekommst sie. Ja, was kann man dazu sagen? Es ist halt Secret of Mana, ne? Wow, eine Kiste! Kam 1993 raus von damals noch Squaresoft. Jetzt heißt es Square Enix, oder? Ja. Und nee, es wird auch wahrscheinlich bald demnächst anders heißen, weil die haben doch jetzt auch noch so eine Spielefirma aufgekauft. Das weiß ich. Kam halt 1993 raus. Hier in Deutschland oder generell? Gute Frage. Heißt in japanischen Seiken Denetsu oder 2 oder so. Was interessanterweise... Ja, das sehe ich, aber ich kann ja auch nichts tun.
Und der japanische Titel heißt eigentlich auf Latein, glaube ich, Holy Sword Legend 2. Also keine Ahnung, warum das im Englischen oder Deutschen Secret of Mana genannt wurde. Nur um es mal zu erwähnen, du hörst mir sowieso nicht zu. Yep. Du bist voll fasziniert vom Spiel, aber das macht es mir leichter. Ich kann was über das Spiel erzählen, während du versuchst, mal weiterzukommen. Und du hast das Ringmenü entdeckt. Das ist für mich geil. Ja, ich finde das Menü übelst geil. Richtig geil. Ey, Viecher werden ja immer stärker, du. Nee, eigentlich nicht. Du haust nur nicht immer gleich stark zu. Ach so. Ja. Oh, Scheiß. Deine Waffe ist ein Level gestiegen. Cool. Ja, die Waffen können ja Level steigen. Aber ich nicht, oder was? Doch, du auch. Gott, wäre ja gruselig, wenn nicht. Wäre voll unlogisch und so. Ja, das ist auch. Toll, du machst dir null Schaden, du Held. Warum? Soll ich dir jetzt sagen, warum das so ist? Ja. Sitzt da unten, da hast du so eine kleine Leiste. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn die bei 100% war und du geblinkt hast, dass du deutlich mehr Schaden machst? Schlag jetzt mal zu. 18. Jetzt schlag den Gegner mal, wenn es nicht aufgeladen ist. Und dir wird ein kleiner Unterschied auffallen. Cool. Wenn du den Gegner treffen würdest. Ja, also macht man richtig Schaden. Das Problem ist natürlich, du musst ausweichen, solange das nicht ganz aufgeladen ist. Ja, es ist egal, wie lange du wartest. Solange es nicht 100% ist, machst du nicht den vollen Schaden. Das ist voll krass. Unlogisch. Ja, ist es auch. Und du hast Level 2 erreicht. Yeah, Mann. Jo. Yeah, Mann. Ich bin jetzt voll der Gärtner. Oh Gott. Oh, man kann Kisten dadurch finden. Echt? Ja. Einfach mal so im Gras, eine Kiste. Es ist erstaunlich, aber die riesige Kiste hat sich in den kleinen Grasstoppeln versteckt. Ja, eben. Lauf ich überhaupt richtig? Weiß ich nicht. Ja, ich lauf richtig. Ich bin im Dorf. Oh, ich liebe diese Musik. Ich liebe eigentlich alle Musik. Hast du es gesehen, Guru? Das Leuchten. Ich spüre das Wald, der was Schreckliches gewesen. Ich wette, ich bin schuld. Ach Quatsch. Nur weil du die Quelle des Leuchten warst, jetzt erzähl doch mal keinen Unsinn. Ey, Blue, was ist das für ein Schwert? Und das ist übrigens wieder so ein stiller Held, der nie etwas sagt, ne? Also nicht viel sagt. Gott, das ist so ein Spieler, oder? Na, er redet schon gelegentlich, aber die Weiber, die dann dazukommen, die reden viel mehr. Du weißt ja, dass ja, zwei Weiber dazukommen. Bist du nachher so ein Weib? Alter, ich trete dich gleich in dein Weib. Du nicht. Was ist das denn für einer? Das ist der Laden. Du kannst Dinge kaufen und der verkaufen. Der Tanz voll schwul. Das ist, glaube ich, eine Frau. Ich war immer fest überzeugt, dass das eine Frau ist. Nenn ihn nicht ihn. Oh Gott. Ja, auf was hast du dich da nur eingelassen? Ja, echt, ey. War es ja schon wieder so einer. Ja, die war nicht so einfallsreich mit den Charakterbildern. Ja, ich merke das schon. Ein Apfelbaum. Kann ich ihn ernten? 93 kam das Spiel raus. Ja, erinnere dich. Wie alt bist du nochmal? Ich glaube, ich komme aus dem Jahr 93. Das Spiel ist so alt wie ich. Echt jetzt? Mhm. Das ist gruselig. Dafür sehe ich nie wieder. Es wäre besser gewesen, wir hätten den Trottel gar nicht mitgenommen. Ihr Idioten! Es wäre besser gewesen, ihr hättet